Pega, schön dich wiederzusehen nach 6 Jahren. Damals haben wir uns beim ZDF getroffen. Da hast du einen Film gemacht, der hieß Fluss des Lebens. Seitdem ist viel passiert bei dir, ne? Ja, das ist wohl wahr. 6 Jahre sind eine lange Zeit. Wir waren, glaube ich, bestimmt um die 30 Produktionen in der Zwischenzeit. Und aktuell sind wir hier beim Achtung Berlin Festival. Und du bist gleich mit 2 Filmen hier. Ja, genau. Ich habe das große Glück, mit 2 Filmen beim Achtung Berlin Festival präsent zu sein. Das eine ist ein Erstlingswerk von Katja Schalay, 5 Seasons. Und dann bin ich noch in einer Hauptrolle zu sehen in Alaska. Und dieser Film von Max Gleschinski läuft gleich im Wettbewerb. Kannst du ein bisschen was über die Filme erzählen? Das sind komischerweise beides Filme, in denen es um Familie, Tod und Trauer und Verlust geht. Also beides Reisefilme. Das eine ist ein Wasserwandermovie, so eine Art Roadmovie eigentlich. Ne? Ein bisschen ähnlich, genau, eine Art Roadmovie wie der Gangesfilm damals auf dem Gewässer. Und das andere ist eine Reise von Geschwistern. Eigentlich in beiden Filmen reisen Geschwister gemeinsam an die Ursprünge zurück. Und ja, ich konnte bei beiden dabei sein. Und hast du beide Filme auch schon gesehen? Ich habe 5 Seasons noch nicht gesehen, den sehe ich hoffentlich heute Abend. Oh. Und Alaska? Alaska habe ich. Ich bin sehr zufrieden mit Alaska. Wir haben auch auf dem Max Ophüls Filmfestival den Hauptpreis gewonnen als bester Spielfilm. Und das ist einfach ein ganz, ganz wunderbarer, sehr langer, sehr entschleunigter, sehr sensibler, aber auch sehr sinnlicher Film. Mhm. Und genau, die anderen siehst du heute Abend dann zum ersten Mal. Richtig für dich Premiere dann, also nicht nur auf dem Festival, sondern genau, generell die Premiere? Direkt 2 Premieren hintereinander. Wie waren dann die Dreharbeiten, gerade bei so einem Roadmovie? Seid ihr da immer unterwegs gewesen? Wir waren natürlich an verschiedenen Locations und bei beiden Filmen war es die Herausforderung, dass wir während Corona gedreht haben. Das heißt, wir mussten unter erhöhten Hygienemaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen arbeiten und das war überhaupt nicht einfach. Aber ich glaube, wir haben das in beiden Fällen sehr, sehr gut hingekriegt. Das sind ein Independent-Film und ein Low-Budget-Film von jungen FilmemacherInnen, die beide mit ihren Teams, also wirklich einen gigantischen Herzblut an die Projekte gegangen sind und ja, die beide großen Spaß gemacht haben. Hast du was für dich selber auch mitnehmen können aus dem Film? Also auf jeden Fall habe ich nach Alaska große Lust, öfters mal Kajak fahren zu gehen. Ah ja. Also zu paddeln und einfach im Gewässer unterwegs zu sein, weil ich glaube, das ist einfach die beste Art und Weise, Urlaub zu machen. Es ist sehr günstig, es ist naturnah, man ist irgendwie bei den Elementen und kommt so zu sich. Wenn ich du bräuchtest du ja gar nicht weit wegfahren. Nee, ich Berlin wohne im ist Berliner ja von Wasser Norden. Umgeben, ne? Genau, ich wohne im Berliner Norden und bin von Wasser umgeben. Also von daher habe ich das große Glück, dass das Wasser vor der Tür ist. Und ich habe gehört, du hast jetzt auch in Hollywood gedreht. Stimmt ja, ich habe tatsächlich ein halbes Jahr lang für Hollywood gedreht, auf Island und in New Jersey. Das Projekt heißt Retreat und ist von Disney und FX Networks produziert und sind Clive Owen, Britt Marling, Emma Corrin und Harris Dickinson in den Hauptrollen und ich gehöre zum Ensemble. Das Projekt ist eine Miniserie in 7 Teilen. Ich kann noch nicht allzu viel darüber verraten, aber ich bin auf jeden Fall in jeder Folge zu sehen. Also bei Disney Plus denn oder was ist das denn? Ja, ich weiß nicht, ich glaube schon, ja. Ja? Müsste bei Disney Plus eine Serie, laufen. Ne? Ja. Und gibt es sonst noch was Neues, was schon spruchreif ist? Was habe ich noch alles gemacht? Dummerweise vergesse ich immer, was ich zuletzt gemacht habe. Aber ja, ich habe gerade in Österreich habe ich einen Familienfilm gedreht, einen Weihnachtsfilm, der heißt Operation Weihnacht. Der wird nächstes Jahr in der ARD und im ORF laufen und demnächst drehe ich einen Tatort gehabt. In einer Ensemblerolle. Welcher Tatort? Aus welchem Gebiet?
Ja, ich glaube, das kann ich noch nicht so ganz verraten, aber das wird man dieses Jahr dann wahrscheinlich noch im Fernsehen sehen können, Ende des Jahres. Ja, ist ja schön. Läuft also richtig gut für dich gerade. Ja, es läuft gut, kann man so sagen. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche dir viel Erfolg. Und dann heute Abend bei der Premiere auch noch viel Spaß vor allem. Ja, vielen Dank und drück uns die Daumen, dass wir am Mittwochabend den Preis für Alaska gewinnen. Ja. Ist ja natürlich toll, mit so einem wunderbaren Film hier nochmal in Berlin zu punkten. Schön. Gut, vielen Dank. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.